Einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Destroy All Humans. In der letzten Folge haben wir es ja irgendwie mit Mühe und Not geschafft, eine Atombombe auf ein Rollfeld zu bringen und sie zur Detonation zu bringen. Das war für mich wieder mit Stress verbunden, weil es gar nicht mal so einfach war und ich wahrscheinlich in dem Moment einfach nur zu beschissen war, um es gleich beim ersten Anlauf zu schaffen. Aber naja, gut. So ist es dann halt nun mal. Gut, dann schauen wir doch mal, ob wir oder beziehungsweise was wir hier so noch verbessern können. Der Todesstrahl, der könnte. Erhöht die Ladekapazität. Ja, wobei, ich bin da eher bei Krypto irgendwie. Ach, Quatsch. Der könnte noch ein bisschen was gebrauchen. Desintegrationsstrahl. Dauerfeuer erhöht sehr schnell den Schaden am Ziel und kann es in Brand setzen. Das klingt gut. Das nehme ich. Na, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal in die Mission rein. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut. Und wenn nicht, ihr wisst schon, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Auf geht's. Das Armageddon ist schön. Na gut. Krypto? Ich brauche Daten zur strukturellen Integrität der lokalen Architektur. Ich aktiviere unsere neuesten F-800-Drohnen, um diese herrschaftlichen Bauwerke zu scannen. Lass mich raten. Ich soll für dich auf die Drohnen aufpassen. Oh mein Gott! Hasta la vista, Krypto! So, okay. Alles klar, sammle Informationen zu menschlichen Bauwerken. Okay, der kommt hier mal eben da aus der Wand raus. Das kann man schon mal machen. Wenn es etwas gibt, das anregender ist als Polyester, ist es noch nicht erfunden worden. Das Ende ist nah. Es ist wirklich, wirklich nah. Vielleicht bei der. Hör zu, ihr Gangster. Ich bin die Joe Friday. Kein Übeltäter entgeht meinem Stahlnetz. Okay. Na gut. Wenn du das sagst. Gletscham, ich habe plötzlich das Verlangen, eine Kuh zu melken. Zwangsneurose nennt man das, glaube ich. Naja, du liebst deinen Beruf halt und gehst gerne an Euter. So ist okay. Hey. Mann, ich liebe meinen neuen Ford Edsel. Ein zukünftiger Klassiker. Der gute alte Ford Edsel, man kennt ihn. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, auf elektronischem Weg das Anschauen von schmutzigen Fotografien leichter zu machen, so etwas wie ein Rechengerät mit einem, ich muss schon sagen. Internet also. Der Staubsaugerverkäufer hat echt gute Argumente gehabt. Okay, Kreaturen aus dem Weltall! Sie wollen unsere Lebensart verwenden! Es ist grundgültiger! Es ist ein Außerirdischer! Von euch, komm mal! Hilfe! Kleine grüne Papa! Nur noch eine Minute! Kommandant! Ein terrestrischer Fall! Ist heute dein Glück? Was denn noch? Beschütze die Drohne! Ja, so rum! Oh, ich könnte mir ja auch einen Buddy mal holen hier. Was ist denn damit? 30 Sekunden, bleib dran. Heilige Scheiße! Ja, wo ist sie denn? Da ist sie. Nur noch Hirne. Nee, nee, ich will, dass du mich magst. Ja, so macht man sich Freunde. Beinahe geschafft, 10 Sekunden noch. Okay. Und die Analyse der Region ist abgeschlossen. Hast du je Analyse durch Zerstörung in Betracht gezogen? Um die Effektivität unserer Waffen zu bestimmen, ist es unweigerlich nötig, zuerst harte Fakten dazu zu sammeln, wie, naja, hart diese Gebäude sind.
Aber ich darf sie dann auch hochjagen, oder? Seien wir nicht voreilig, Krypto. Sei mein Freund. Ein Mutantenschwein! Hey, sehe ich aus wie ein Mutant? Ich bin ein Außerirdischer. Oh, vielleicht sollte ich auch mal an der Drohne dranbleiben. Nur so eine Idee. Ja, kann schon mal vorkommen. Alles gut. Nach vorn. Brennender Polizist. Treten Sie bitte vom brennenden Polizisten zurück. Okay. Oh, jetzt dürfen wir mit dem Raumschiff. Yay. Schön, schön. Na komm, auf geht's. Zeigen wir diesen Erdmännchen... Männchen? Hm, Erdmenschenwurzler? Panzer. Na, das wird ein Spaß. Krypto, hier ist eine furchteinflößende neue Waffe für dein Raumschiff. Der Quantenkonstrukt. Er erzeugt eine Druckwelle, die alles vernichtet. Teste ihn an den Gewerbegebäuden von Santa Modesta. Ja, scheint ja ganz nice zu sein, aber... Okay, wir sollen einfach nur die Stadt zerstören. Okay, wir sollen die Polizei respektieren. Mhm. Ach schön, einfach mal ein bisschen Stadt kaputt machen. So macht das Spaß. Ist der... Ja, zerstört ist er. Und toll, da unten liegt so viel schönes Hirn rum. Und kann ich es mitnehmen? Nicht so wirklich. Ist der jetzt explodiert, ohne dass ich was gemacht habe? Okay. Ich hätte gerne meine Gravitation zurück. Oh, das Schild muss ich mir auf alle Fälle kaputt machen. Einfach mal schön Stadt kaputt machen. So, ist ein entspannter Tag. Na, da hinten? Ja, hier kann man auch kaputt machen. Irgendwo kommen hier Raketen her. Na, so. Bisschen Munition ist wichtig. Wo ist der Raketenwerfer, Mann? Sendetürme müssen kaputt gemacht werden. Das ist ein Gesetz.
Vielleicht sollte ich auch die Stadt mal weiter kaputt machen. Nur mal so. Verteidigungsanlagen zerstören, ja, kann man machen. Oh. Sunset muss weg. Nachher ist es hier danach immer noch zu gemütlich. So, ein bisschen die Strandparty crashen. Und das Malibu Stacy Haus muss auch weg. Ja, du sagst es. Aber mit heilig hat das ganz wenig zu tun. Ach, schön. Ja, so geht das, so macht man das. Mission erfolgreich. Oh, ja, ist okay. Kann man so stehen lassen. Kommunistenterror. Rote Untertasse liegt Santa Modesta, Einkaufsviertel in Schutt und Asche. Rot. Alles klar. Das mit den Farben müsst ihr echt nochmal üben. Oh, wolltest wir haben du ganz gut. Upgrade? Oder etwas ein wenig persönlicheres? Persönlich? Naja, persönlich, okay. Randdauer des Bodens wird erhöht. Ja, komm, nimm wir es mal mit. Ladekapazität nehmen wir auch mit. Für 800 Tacken kriegen wir eh hier nirgendwo was. Kriegst ja heutzutage nicht mal einen Snickers. Oder gerade mal so eine Kugel Eis. Ja, okay, Freunde. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle. Und nee. Komm mal nur zurück. Das kann ich nicht machen. 11 Minuten. Was ist denn das? Komm, ab in die nächste Mission. Yeah. Das wäre ja unschön. Hä? Was war denn das jetzt? Habe ich mich verklickt? Nee. Furunen am Boden. Furune am Boden. So rum. So ein Ding ist das. Oh oh. Verflucht erbärmliche Menschen. Ja! Oh oh. Das ist nicht gut. Nein, das ist gar nicht gut. Oh, Gedanken schwummrig, Sicht verschwommen, Blase zum Bersten voll, muss zum Klo kommen. Oh, mein armes, schmerzendes Hirn, Crypto, du Idiot. Der erste Schritt ist, sich einzugestehen, dass man ein Problem hat. Bitte, bitte sag mir, dass ich hier allein bin. Oh, dank sei den Sternlappen. Aber wo im Weltall bin ich hier? Sieht aus wie eine Art primitives Labor, ein Käfig und Menschen. Ich werde gegen meinen Willen hier festgehalten und nicht auf die sexy Art und Weise. Sie haben mich angefasst. Ich fühle mich so schmutzig. Okay, das ist genug. Ich haue hier ab. Sofort! Naja, dieses Feld dürfte meine Kräfte jetzt nicht unbedingt einschränken, oder? So. Machen wir hier den Holobob. Oh, scheiße. Ui, wo habe ich noch meine Waffe hingekriegt? Okay, raus und jemanden auslutschen. Oh, Crypto. Du bist noch am Leben. Natürlich bin ich noch am Leben. Es ist schon viel mehr als ein massives Schädeltrauma nötig, um mich auszuschalten. Eine Waffe. Sag mir, wie sie aussieht. Ich sag dir was. Ich war ein Jahr in Korea einmal. Oh, haben wir unser Wäffchen wieder, ja? Kleines, grünes Männchen! Alter, bist du farbenblind? Nicht schon wieder. Farbenblinde Volltrottel. Ja, das denke ich mir auch. Stirb, Erbsenhirn. Ups. Hey, wo ist die...
Was hast du mit meiner Munition gemacht, Affenjunge? Oh. So viel zum geplanten Blutbad. Ich schätze, ich muss mich wohl damit begnügen, dich Stück für Stück mit meinen bloßen Händen zu zerlegen, bis ich sie finde. Mit meinen bloßen Händen. Ich mach nur Spaß. Na toll. Na toll. Redest du mit mir? Ah, die Pause ist vorbei. Ich gehe wieder an die Arbeit. Ha, wem mache ich was? Hallo? Alles gut, alles gut. So, sammle die Reste deiner Ausrüstung. Der Pfeil zeigt nach da hinten. Wobei da auch was markiert ist. Ja, das ist wahrscheinlich nur das Umfeld, was... Oder doch nicht? Oh, das wollte ich gar nicht. Oh. Der Typ aus Green Bay fragt also, ob ich ein Fan von den Packers bin. Sag ich also, Packer? Ja, wenn du hier mit anpackst, gerne. Ja, ja, Packer anpacken, verstehst du? Ja. Der macht genauso beschissene Witze wie ich. Na toll. Hm? Unschärfe Relation? Jetzt wie aber geht es deinem Schiff? Keine Ahnung. Die Menschen müssen dein Schiff geborgen haben. Oh Mann, ich würde gerne ein paar Köpfe zusammenschlagen. Ein bisschen Dampf ablassen. Komm ich hier irgendwie... Ne, komme ich nicht. Jedenfalls auf diesem Weg komme ich da nicht rein. Dann schauen wir mal. Ich sollte dieses Wochenende endlich mal nach Jersey hochfahren und Onkel Tony besuchen. Ja, der gute alte Onkel Tony. Ist doch was. Lauter Schläger hier in letzter Zeit. Können ja wohl kaum scannen Kommunisten sein, muss hier ich. In Union Town. Oder doch? Gut, diese Information wird uns zu deinem Schiff führen. Scanne mehr Arbeiter. Ja, vor allem nicht hoffe, irgendwelche. Dass bei der Hochzeit nicht das von mir und ihrer Schwester herausfindet. Junge, was die für eine Sahneschnitte war. Ja, die gute alte Sahneschnitte, man kennt sie. Gott, ich hasse meinen Job. Kiste hochheben, Kiste herumtragen, auf Kiste steigen, Kiste kaputt machen. Das macht doch keinen Spaß. Och, kommt immer drauf. Ach, da oben. Da komme ich ja so wieder nicht hin. Warte mal, da. Da ist eine Treppe. Okay, vielleicht funktioniert die hier. Mein Kopf sagt Clift. Aber mein Körper sagt Brando. Monty weiß einfach nicht, was sie tun. Und wird in Panik an der Endstation Sehnsucht am Roten Fluss landen. Da. Hä? Toll, die haben das so gemacht, dass du gar nicht dahin kommst. Na? Was würde Brando tun? Stella! Stella! Ja, ja. Gut, alte Brando. Und hochklettern ist nicht, ne? Oh, ist doch eine Kacke. Oh, ist doch ein anderen. Ja gut, hole ich mir erstmal das da hinten und dann... Und dann. Oder ich muss meine... Genau, erstmal das da hinten einsammeln und dann, kann ich meine Tarnung aufgeben. Nähe ausmachen. Du wirst es für deine weitere Suche brauchen. Dein Schiff ist auf einer Insel in der Nähe abgestürzt. Hervorragend. Scanne weiter die Arbeiter. Was zur Hölle ist denn in diesen Armeekisten, die sie von Monroe Island rüberbringen? Da ist ja nichts außer die zweite verlassene Fort. Oder etwa doch? Nein, nein. Dein Leben, du Scheiße. Kleine! Magst du den Geschmack vom Blei? Ich muss gucken, dass ich die Alarmstufe nicht zu hoch treibe. Je geringer die Alarmstufe... Shit. So, warte. Marilyn, oh verdammt, ich sollte das Losungswort besser nicht vergessen, sonst lassen sie mich nie auf das Boot.
Marilyn. Die menschliche Militärindustrie verwendet offenbar ein Wasserschiff für den Transport zur Insel von hier weg. Du kannst es vielleicht ebenfalls nutzen, um zur Insel zu kommen. Wenn ich nicht bald jemanden erschießen darf, drehe ich noch durch. Gut, dann muss ich jetzt auf die Insel. Ich kann dich ohne die korrekte Freigabe nicht rüberbringen. Das ist die... Oh, stimmt. Lana Turner. Redest du mit mir? Je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird es mir. Kommunismus ist nicht einfach nur ein Wirtschaftsmodell. Es ist der Wille. Der Wille zum Proletariat zu gehören. Ja, ihr seht mich da trotzdem noch. Na super. Alles wieder ganz perfekt. Oh oh. Spinnt ja wohl. Er kennt sie nicht, die guten alten Kleinwüchsigen. Pass auf, wo du langläufst. Außerirdischer! Hilfe! Extraterrestrischer! Die Offiziere reißen mir immer den Hintern auf. Mistkerle. Ja, warum wohl? Hilfe, kleine grüne Wichser! Ey, ich bin kleiner grauer Wichser. Echt, ey. So. Alles cool. Hier. Ich wünschte, ich hätte meine Regenjacke mit. Alles gut, ich bin ein Soldat. Jetzt kann ich schon eine Dusche gebrauchen. Du Scheiße! Sei ein guter grüner Junge. Ah, das ist jetzt einer von denen. Hm. Ist etwas unpraktisch. Aber gut, der patrouilliert hier anscheinend nur. Bitte Gott, nicht wieder kalten Hackbraten zum Mittagessen. Mein lieber Herr Gesangsverein. So. Das sieht gut aus. Ohne die nötigen Papiere bringe ich dich nirgendwo hin. Ach Gott, Marilyn war's. Marilyn? Marilyn, bringst du mich jetzt zur Insel? Das ist mal ein Wort. Willkommen an Bord, Soldat. Das war ausnahmsweise gar nicht mal so schwer. Der fährt echt für einen darüber mit der Fähre? Naja, gut, der kurze Weg. Da kann man das schon mal machen. Okay. Das Schiff muss irgendwo in der Nähe abgestürzt sein, aber sei vorsichtig. Halt auf der die Insel Fresse, Gary, ich habe hier die Spätschicht. Verdammt, Rocco, nenn mich nicht Gary, wenn ich Dienst habe. Oh oh. Schön überladen. Genau. Oh. Armquist ist mein Held. Alles cool, ich bin ein freundlicher Soldat. Ich gehöre hierhin. Ich darf in eine Militärbasis, weil ich Soldat bin. Okay, das sind solche. Kann ich da irgendwie hinten lang? Oh, guck mal hier. Die Verkleidung gefällt mir ganz gut. Dann ist das sein verkacktes Problem. Die Menschen transportieren dein Schiff ab. Du musst einen Weg finden, es frei zu bekommen. Es ist alles relativ. Haha, der funktioniert immer. So, das sieht gut aus. So machen wir das. Aber war das Ding nicht Schrott? Naja, was weiß ich schon. Ups. Der ist bestimmt ganz weich gefallen. Alles cool. Das fällt gar nicht auf. Mm-mm. Niemals fällt das auf. Betritt dein Schiff. Irgendwas stimmt mit dem Schiff nicht. Ich kann nicht abheben. Die Menschen haben die Energiezellen aus dem Maschinenkern des Schiffs entfernt. Ich habe die Strahlungssignatur der Energiezellen auf einem menschlichen Wassertransportfahrzeug in deiner Nähe ausmachen können. Na, herrlich. Ach, hier läuft ja auch wieder mal gar nicht so, wie es soll. Was haben wir denn? Sammle die Energiezellen ein. Okay, ich habe mir erstmal das hier. Sagt Clift,
aber mein Körper sagt Brando. Monty weiß einfach nicht, was sie tun und wird in Panik an der Endstation Sehnsucht am Roten Fluss landen. Ja, die gute alte Endstation Sehnsucht. Ich werde mal hier hinten das zur Explosion bringen. Nicht, dass ich da aus Versehen reinlatsche. Ihr kennt mich, ihr wisst, mir passiert sowas. So. Bisschen Energie hole ich mir noch. Ich habe das, wonach es alle Frauen verlangt. Ein 25 cm Lineal und einen IQ von 166. Genau, das da drauf stehen Frauen. Genau, sowas ist da. Oh. Kann ich hier hoch? Nein, kann ich nicht. Oh, blödes Jetpack. Jetzt brauche ich das Jetpack. Jetzt muss ich den Holobob auslaufen lassen. Dass ich das nicht kurzzeitig mal aktivieren kann. Vor allem so komme ich dann getarnt auch nicht irgendwo hin. Ertränke Majestics. Okay. Könnte ich. Dann ist noch eine Energiezelle, oder? 2, 4, 5. Ja, natürlich ist da hinten noch eine. Aber natürlich, wie sollte es auch anders sein? Lass den Arbeiter. Freak aus dem Weltall! Lass mich runter, Weltraum! Okay, das lief noch ganz gut. Hat dir mal jemand gesagt, du kannst... Wow! Wow! Mach so weit! Lass das sein! Schau nur, Mami! Schau mal, Mami, ich fliege! Das ist ganz praktisch hier. Das geht eigentlich ganz cool so. Ich hab Pause. Ja, ja, Pause ist einfach mal beendet. Stell dich mal nie so an. So, noch eine Energiezelle. Jetzt fehlt nur noch eine. Oh. Glaubst du? Wenn du das glaubst, hast du bestimmt recht. Jemand hat vor, eine Mauer zu errichten, was? Die Zeit ist um, Freak. Wen nennst du hier Freak? Ich habe ein ganz normales Alien-Aussehen, so wie man es gewohnt ist. Auf meinem Planeten ist das ganz toll, wie ich ausschaue. Ja, da muss ich wieder zurück. Ja. Und die letzte Fähre. Mietz, willst du mich verarschen? Kann ich mir hier irgendwo vielleicht ein Outfit mopsen? Guck mal, der sieht doch ganz gut aus. Sehr schön. Man muss ja nicht immer ganz offensiv vorgehen, oder? Ja, klar, offensiv macht mehr Laune, aber es ist, in dem Spiel kriegt man da irgendwie auch durchaus ganz schnell mal auf den Sack. Obwohl jemand gemerkt hat, dass ich mich von der Truppe abgesetzt habe? Nee, das merkt... Oh. So ein Ding ist das. Du hast es geschafft, Crypto. Du hast die für den Start nötigen Energiezellen eingesammelt. Kehre sofort zu deinem Schiff. Zurück, okay. Wenn wir eine hätten. Achtung! Und dann alles in Schutt und Asche legen, oder? Komm. Nein. Mann, hasse ich dieses Marschieren. Diese Stiefel sind das Letzte. Ich hatte doch jetzt. Jetzt mach das. Ach. Vergesse immer, dass ich ja dieses hier noch hab. Dieses olle Schild. Klappt nur irgendwie nicht.
alles kaputt machen. Damit ihr auch ja keine Daten behaltet. So. Na, das lief doch gut. Und sogar hier alles 100%. Das ist mal ganz schön. Okay, Freunde, damit kann ich mich dann Feuer sucht Inselheim. Ermittler leugnen Explosionen, geben örtlichen Unruhestiftern Schuld. Kann ich sagen, also jetzt ist die Folge aber auf alle Fälle lang genug. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.